Hallo YouTube. Vorhin hat Donald Trump eine Pressekonferenz gegeben, in der er erzählt hat, dass sie jetzt den Baghdadi, al-Baghdadi, den Chef des IS, umgebracht hätten. Mir ist in der Pressekonferenz eine sehr interessante Passage aufgefallen, die zeige ich euch nachher und sage noch was dazu. Aber erst einmal möchte ich allgemein was drüber sagen. Das hat vorhin auch schon der Manuel von The False Flag gesagt. Es ist schon natürlich auch vergleichbar mit Obama und Osama. Ich bin gerade wieder richtig beeindruckt, wie schnell Wikipedia ist. Die haben das, was er in der Pressekonferenz gesagt hat, schon gleich eingetragen. Also hier oben, hier über den Abu Bakr al-Baghdadi, hier oben steht, am 26. Oktober 2019 tötete er sich und drei seiner Kinder mit einer Sprengstoffweste, nachdem er von US-Spezialeinheiten aufgespürt worden war. Angeblich haben sie ihn mit Hunden in einen Tunnel gejagt. Und da hat er sich dann mit einer Sprengstoffweste in die Luft gesprengt. Und dann haben sie wohl einige Leichenteile mitgenommen und einen DNA-Test gemacht und damit festgestellt, dass es eben dieser Al-Baghdadi war. Das ist jetzt die offizielle Geschichte. Kann so sein, muss nicht so sein und ist im Prinzip auch egal, weil es geht eigentlich um was ganz anderes. Es geht bei der ganzen Sache, es beendet sozusagen symbolisch den Kampf gegen den IS. Ihr kennt höchstwahrscheinlich noch dieses Bild. Das war, als angeblich eben Osama bin Laden getötet wurde. Wie gesagt, da hat der Manuel eigentlich schon das Wesentliche dazu gesagt. Es ist einfach bei den USA so, die USA erschaffen sich Schachtelteufelchen sozusagen, die dann aus der Schachtel herausspringen, wenn man sie braucht. Und wenn man sie nicht mehr braucht, dann werden sie entsorgt. Also das war das Bild, das um die Welt ging, als damals Osama angeblich von den Amis getötet wurde, was höchstwahrscheinlich so nie stattfand. Aber es ging dabei eben darum, dass gleichzeitig Obama Mordsärger hatte wegen seiner Geburtsurkunde. Also das war sozusagen das Ablenkungsmanöver wegen seiner Geburtsurkunde. Übrigens, das erste Mal von Osama bin Laden hörte ich schon unter Clinton. Und wann war das? Das war, als er die Lewinsky-Affäre hatte. Da ließ er dann Ausbildungslager, die angeblich Osama bin Laden in Afghanistan betrieb, bombardieren. Das war auf dem Höhepunkt der Lewinsky-Affäre. Also man hat ihn immer aus dem Hut gezogen, wenn man gerade einen Bösewicht brauchte. Und das gleiche Konzept hat man eben jetzt mit diesem Baghdadi gemacht. Also den hat man als Bösewicht aufgebaut und dann, als man es brauchen konnte, hat man ihn offiziell umbringen lassen. Ob das jetzt stimmt oder nicht, das ist eigentlich irrelevant. Es geht dabei ja nur um die Botschaft. Und die Botschaft ist, der IS ist besiegt. Und zwar von Trump besiegt. Das ist das Wichtige, weil es ist ja auch schon anfangender Wahlkampf in den USA. Und die andere Sache ist natürlich, Trump hat ja im Kongress und so weiter Mordsärger, weil er die Truppen aus Syrien abziehen will. Und wenn er sagen kann, der IS ist besiegt, dann ist das natürlich nochmal ein Argument dafür, die Truppen da abzuziehen. Andererseits haben die USA ja auch angekündigt, sie wollen doch noch Truppen belassen in Syrien, um dort die Ölfelder zu schützen. Und zwar, das widerspricht sich ein wenig, die Ölfelder vor dem IS zu schützen. Und wenn sie jetzt praktisch den Kopf abgeschlagen haben vom IS, dann wäre das ja eigentlich nicht mehr nötig. Aber eben dazu sagt der Trump noch was sehr Interessantes und das spiele ich euch jetzt vor. I said, I don't want them there anyway. I don't want them. Now, I will secure the oil. That happens to be in a certain part. But that's tremendous money involved. I would love to, you know, the oil in, I mean, I'll tell you a story in Iraq. So they spent, President Bush went in,
I strongly disagreed with it, even though it wasn't my expertise at the time, but I have a very good instinct about things. They went in, and I said, that's a tremendous mistake. And there were no weapons of mass destruction. It turned out I was right. I was right for other reasons, but it turned out, on top of everything else, they had no weapons of mass destruction, because that would be a reason to go in. But they had none. But I heard recently that Iraq, over the last number of years, actually discriminates against America in oil leases. In other words, some oil companies from other countries, after all we've done, have an advantage in Iraq for the oil. I said, keep the oil. Give them what they need. Keep the oil. Why should we go in, we lose thousands of lives, spend trillions of dollars, and our companies don't even have an advantage in getting the oil leases. So I just tell you that story. That's what I heard. Also der liebe Donald ist ja manchmal von einer wirklich erfrischenden Ehrlichkeit. Er ist ja rund durch und durch ein Businessman, das kann man gar nicht anders sagen. Also er hat da jetzt ganz klar gesagt, wir haben so viel Geld ausgegeben, sowohl in Irak als auch in Syrien, dann sollten wir doch wenigstens was von den Ölquellen haben. Und was bedeutet das dann in der Konsequenz? Das bedeutet, dass es vermutlich darauf hinausläuft, dass sie so lange um die Ölquellen sich postieren werden, bis es einen Vertrag mit Syrien gibt, wonach irgendwelche amerikanischen Firmen dann die Ölquellen ausbeuten dürfen. Das ist eine Form der Erpressung. Ihr müsst eins euch überlegen, wenn die da ein paar Trüppchen da lassen um die Ölquellen als isolierten kleines Bollwerk, dann werden diese Truppen irgendwann mal weggefegt. Und zwar entweder gibt es dann dauernd Terroranschläge, weil man sich nicht direkt traut, sie anzugreifen von offizieller Seite aus, oder eben es kommt wirklich dazu, dass irgendwann Syrien sich stark genug fühlt, um die hinauszuwerfen aus dem Land. Also da einfach ein paar Truppen dazulassen, um die Ölquellen zu besetzen, ist keine realistische, dauerhafte Option. Das heißt, nach dem, was er da gerade gesagt hat, er möchte einfach ein bisschen Beute haben. Das ist der Geschäftsmann Trump. Er will verhandeln. Er will, dass die Syrer, dass Syrien praktisch amerikanische Ölfirmen diese Quellen ausbeuten lassen. Darauf wird das Ganze wohl hinauslaufen. Es ist schon eine sehr zynische Weltsicht, die da zum Ausdruck kommt. Wir haben so und so viel da hinein investiert, also wollen wir auch Rendite sehen. Und zwar hinein investiert an Menschenleben und an Material und an Geld. Und das soll sich doch wenigstens ein bisschen lohnen. Das ist eigentlich das, was er da ganz klar und unverblümt sagt. Das wird sicher den ganzen Toten dieser Krise und ihren Angehörigen ein großer Trost sein. Wenn man es positiv sehen will, dann immerhin heißt es wohl, dass er auf längere Sicht wirklich die ganzen Truppen aus Syrien abziehen will. Negativ ist natürlich der moralische Aspekt mit dem, wir wollen dafür bezahlt werden, dass wir bei euch Krieg geführt haben. Nun ja, das war soweit mein Kommentar zu dem Ganzen. Schönen Abend, YouTube.